Hallo YouTube, ja, habt ihr auch schon die Switch-Altersbeschränkung-App runtergeladen? Die möchte ich mir jetzt kurz mit euch zusammen anschauen. Ja, da gibt es eigentlich sehr, sehr gute Informationen. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, auch für uns Erwachsenen, weil da sieht man dann wirklich, wie oft man gespielt hat oder wie lange man vor allem gespielt hat und was auch die Highlights zum Beispiel im Monat waren. Ja, ich habe zum Beispiel gespielt Zelda, Dienstag, eine Stunde 40 schon. Gestern sogar fast 3 Stunden und da sieht man richtig schön aufgeschlüsselt, wie oft man und wann man was gespielt hat. Hier sieht man zum Beispiel, hier habe ich zum Beispiel Snipper Clips gespielt, die Demo. Hier habe ich zum Beispiel wieder nur Zelda gespielt, hier auch wieder nur Zelda. Also da kann man dann richtig schön alles anschauen, was man so gespielt hat. Ja, bei mir sind dabei noch nicht sehr viele Spiele auf der Switch. Da ist derzeit noch oben Zelda One to Switch und die Snipper Clips Demo. Ja, das nächste Spiel, die nehme ich an, Mario Kart werden. Schauen wir uns kurz an, was hier noch alles drauf ist. Hier oben links haben wir etwas. Ja, hier sieht man, wann das Verknüpfungsdatum war. Das heißt, ich habe diese App mit meiner Nintendo Switch am 6.3.2017 verknüpft. Ich könnte sogar jetzt noch weitere Nintendo Switch-Konsolen hinzufügen. Ich stelle mir das so vor, wenn jetzt Eltern das noch kontrollieren wollen, dann können sie jetzt zum Beispiel... Bub hat eine Switch, Mädchen hat eine Switch und dann kann man halt immer genau schauen, wie lange die Kids da spielen. Wie geht es hier weiter? Hier haben wir schon die komplette Auflistung, haben wir uns schon angeschaut. Und hier sieht man sogar die Monatsübersicht. Das heißt, hier kann ich jetzt genau nachvollziehen, was ich im März alles gespielt habe und wie häufig ich das Ganze gespielt habe. Ja, angefangen habe ich am 6.3. mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tage insgesamt gespielt 21. Ich habe eigentlich an allen Werktagen gespielt und am Wochenende nicht. Snipper Clips, die Demo, habe ich insgesamt 4 Tage gespielt und Want to Switch nur 3 Tage. Ja, da muss ich aber auch dazu sagen, ich würde mal sagen, wirklich eine Enttäuschung das Spiel. Hätte ich mal mehr erwartet. Ja, Splatoon, da gab es ja 2 Testtage oder sprich 3 Testtage, wo man halt das schon multiplayer-technisch anzocken konnte. Das ist bei mir auf Platz 4, habe ich erst 2 Tage gespielt, aber war halt nicht mehr möglich. Ja, und dann haben wir jetzt die Monatsübersicht für den März und hier sieht man halt dann genau, wann was gespielt wurde. Zum Beispiel am 1. März nicht gespielt, angefangen natürlich erst am 6. März. Ja, weil hier ja dann bei mir ist die Switch angekommen ist. Und hier sieht man die ganzen Zeiten, was gespielt worden sind. Ganz, ganz schön viel. Dann haben wir hier noch die Einstellung Spieledauer. Und hier könnten wir jetzt festlegen, Tag individuell. Ich könnte zum Beispiel Montag bis Sonntag alles extra konfigurieren oder für jeden Tag gleich die Spieldauer. Das heißt, ich dürfte nur maximal 2 Stunden spielen, dann wäre ich darauf hingewiesen, dann funktioniert die Switch nicht mehr. Stelle ich natürlich wieder auf Null, weil ich kann mich ja doch nicht irgendwie selber rügen, wenn ich zu lang spiele, oder? Und dann gibt es eine gute Nachtlampe. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil es sind ja sehr, sehr viele berufstätig oder Schüler vor allem. Und wenn halt dann die liebe Switch dann sagt, okay, zum Beispiel jetzt um 23 Uhr ist jetzt Feierabend, da ist dann eine gute Nachtzeit, dass man nicht so lang aufbleibt, dass man halt den Arbeitstag oder den nächsten Schultag dann ausgeruht trotzdem beginnen kann. Hier könnte man halt noch eingeben die Spielinhalte, dass es halt dann wirklich altersentsprechend passt. Ja, bei mir natürlich wieder nicht festgelegt. Man könnte halt Kleinkinder, Kinder, Jugendliche oder Nutzer definiert das Ganze eingeben. Ja, gesperrte Software. Ist halt nichts gesperrt, da wird halt bei mir auch nichts verändert, aber es ist toll, dass eigentlich alles irgendwie möglich ist. Und dann gibt es noch die Geheimzahl, wo ich halt das Ganze dann verbinden kann. Ja, das ist jetzt meine Geheimzahl. Simple Geheimzahl, sollte zwischen 4 und 8 Stellen sein, ja, ist okay, kann man verwenden. Dann gibt es hier oben noch ein Zahnrad und hier wird, da sieht man halt dann noch das Ganze, wie das verbunden ist. Also das heißt, mit meinen Nintendo Switch Account, den Chat Lone Star, also da fehlen die R's, weil mehr Zeichen nicht möglich sind. Hier haben wir es noch einmal, eine weitere Nintendo Switch Konsole hinzufügen, Mitteilungen, Push-Benachrichtigungen. Ja, zum Beispiel, wenn halt einmal im Monat jetzt die komplette Statistik rauskommt, damit man sieht, was man wie oft gespielt hat, welche Zeit und so weiter, das haben wir uns schon vorher angeschaut. Hier kann man dann noch auf die Nintendo Service Website gehen, Feedback, Vertrag zum Nintendo Account. Hier wird mal überall weitergeleitet zu den ganzen Internetseiten von Nintendo und da unten könnte man das Ganze nochmal abmelden. Das ist jetzt im Großen und Ganzen jetzt
jetzt die Überprüfungs-App von Nintendo für die Altersbeschränkungen, für die Zeit. Da gab es sogar einen coolen Werbespot mit dem Bowser und dem Baby Bowser. Ist recht süß aufgebaut und da schauen wir uns kurz einen Ausschnitt an. Ja, was sagt ihr zu dieser App? Nutzt ihr das selber einfach nur zu sehen, wie oft oder wie lange ihr spielt? Oder verwendet ihr das vielleicht sogar für eure Kinder, damit die ein bisschen eine Alterseinschränkung haben? Würde mich interessieren. Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ich finde die App richtig, richtig geil. Endlich mal am Handy eine App, wo ich kontrollieren kann oder zumindest sehen kann, wie oft ich spiele und wie lange ich spiele. Sehr cool gemacht von Nintendo und ich hoffe, dass dieser ganze Support von Nintendo bei der Switch noch so gut weitergeht und da würde ich mich sehr freuen. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.